Am Montag fand erstmals ein Impfgipfel zwischen Bund und Ländern statt. Mit dabei waren auch Vertreter der EU-Kommission sowie verschiedener Pharmaunternehmen, die in der Impfstoffproduktion tätig sind. Denn der Impfstart in Deutschland ist alles andere als optimal verlaufen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kritisierte nach der Spitzenrunde die nach wie vor fehlende Planungssicherheit, was die Impfstofflieferungen betrifft. Die EU-Kommissare konnten für mich nicht überzeugend darstellen, warum eben nicht mehr bestellt wurde, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Die gute Nachricht ist, dass wir vertrauen können darauf, dass wenigstens das, was bestellt wurde, auch kommt. Das ist insgesamt in diesem Jahr dann für die ganze Bevölkerung ausreichend. Das ist die gute Nachricht. Damit können wir auch das Versprechen, dass jeder ein Impfangebot noch bis 21. September bekommt, wahrscheinlich halten. Die schlechte Nachricht folgte gleich hinterher. Denn laut Schwesig gibt es nicht ausreichend Impfstoff für die älteren Menschen im Land, die der Ministerpräsidentin zufolge jetzt dringend Schutz vor Corona und den Mutationen brauchen. Deswegen haben wir auch deutlich gemacht, dass wir bereitstehen, wenn es darum geht, die Produktion zu verstärken. Ich habe auch selber unseren Gesundheitsminister hier im Land gebeten, zu prüfen, ob wir bei der Produktion von Impfstoff behilflich sein können. Wir haben auch deutlich gemacht, dass wir verbindliche Liefertermine brauchen. Es ist klar, dass es immer mal Abweichungen geben kann, wenn bei der Produktion etwas nicht so hundertprozentig läuft. Aber wir brauchen schon verlässliche Daten. Schwesig erklärte zudem, dass es zurzeit nur Planungsdaten bis zum 20. Februar gibt. Das reicht ihr zufolge nicht, um den Menschen längerfristige Angebote zu machen. Für Mecklenburg-Vorpommern heißt es, dass wir weiter über unsere Impfzentren und mobilen Impfteams die Impfung machen werden, insbesondere für die Älteren. Und dass wir aber auch in einem Modellprojekt in Nordwestmecklenburg jetzt schon testen wollen, wie es läuft, wenn die Hausärzte einbezogen werden, sodass, wenn dann viel Impfstoff kommt, wir über die Impfzentren, über die mobilen Impfteams, aber auch die Hausärzte das Impfen verstärken können. Ich bin sehr froh, dass wir als Bundesland bisher am meisten verimpfen mit Rheinland-Pfalz. Die Ministerpräsidentin betonte, dass die Situation aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen sowie der nachgewiesenen Corona-Mutation nach wie vor gefährlich ist. Doch voraussichtlich noch bis in den April hinein kommt es zu Verzögerungen der Impfstofflieferung. In Mecklenburg-Vorpommern wurden bereits in der vergangenen Woche deutlich weniger Menschen geimpft als noch in der Woche zuvor, weil das Land ein Drittel weniger BioNTech-Ampullen erhalten hatte.